Guten Tag, ich bin Natalia Podporina, Deutschlehrerin an der Sibirischen Rechetnew-Staatsuniversität für Luft- und Raumfahrttechnik, Lehrstuhl für Fremdsprachen im technischen Bereich. Und ich bin froh, Sie zu begrüßen. Unser Kurs heißt Deutsch im Unternehmen. Der Kurs ist für die Fernstudenten bestimmt und er beruht sich auf Web 2.0 Technologien. Sie werden mit folgenden Videoressourcen studieren: YouTube und SlideShare. Bei der Arbeit an den Themen nutzen wir solche Technologien wie WebQuest, Wikipedia und Foren. Dazu wird auch www.diego.com benutzt. Der Konzeption des Lehrwerks liegt das Ziel zugrunde, den Fernstudenten eine fremdsprachliche Handlungsfähigkeit zu vermitteln, die es ihnen ermöglicht, in beruflichen Situationen adäquat zu handeln. Nicht mehr allein die Vermittlung der entsprechenden deutschen Termini wird angestrebt, sondern auch die jeweils wichtigsten kommunikativen Strategien beruflichen Handelns sollen dabei trainiert werden. Sie lernen die Strukturen und die Redemittel, die sie brauchen, um im beruflichen Umfeld erfolgreich handeln zu können. Zum Abschluss des Kurses werden Sie können einen Geschäftsbrief schreiben. Dazu erlernen Sie, wie man Formalien, Anrede, Briefanfang, Brieftext und Schlussteil des Briefes schreibt. Dazu auch, wie man sich richtig bewirbt. Im Kurs sind auch die wichtigen Tipps für das Vorstellungsgespräch vorgestellt. Sie lernen auch E-Mail-Briefe schreiben und erfolgreiches Telefongespräch führen. Also, ich wünsche Ihnen beim Studium viel Erfolg!